Info. Kabine Ross. Antje Espinosa. Eau Claire, okay. Ach. Okay. Lager. 27,68. Das macht die Wow. Ich notiere schnell, sonst vergesse ich's. Moment, der hat's gerade eingegeben. Ich brauche nur auf OK klicken. Aber Moment mal. Wenn... Ich habe ja immer gedacht, als wir auf Omikron waren in... Ihr wisst schon. Dann... Da habe ich doch gesagt, ich frage mich, ob das jetzt Ross ist, der auch uns diese Infos über den Rechner gibt. Weil das war ja in etwa das Gleiche. Ross hat gesagt, wir müssen die Wau aufhalten und hier Computer auch. Aber warum, wenn Ross nicht will, dass wir da reingucken und sagt, komm, wir müssen weiter, wir haben ja nichts mehr zu suchen, tralala. Warum kriege ich das jetzt... Wer kommuniziert da mit uns? Ach komm, hier, so, weil ich es kann. Oh. Coole Sau. Mhm. Ja. Oh. Catherine? Kürzlich geöffnete Dokumente. Of course. Nadine Masters. Potenzielle Wiederherstellung erfolgreich. Notfallrationen von Nadine Masters. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Sarah Lindwall. Sarah. Ist das hier Sarah? Nee, es macht keinen Sinn. Ich glaube echt, das ist, ne? Catherine. Richard Holland. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusionen am Leben zu erhalten. Letzter Zugriff, Sarah. Veränderungen nach Bauabschluss von Astrid Greer. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Letzter Zugriff, Catherine. Och, ich will gar nicht mit ihr reden. Das tut mir gerade alles so leid. Und hier ist die Arche. Wir haben keine Chance mehr, irgendwas zu retten. Wie soll ich mit dem Ding jetzt unter den Arm oder in eine Tasche oder in die Po-Falte oder was? Nein. Nein. Ich habe gehofft, ich könnte die Klappe... Okay, du hast auch schon mal niedriger gehockt, glaube ich. Und was ist das hier? Soll ich das tun? Ich setze mich... Ach so. Ja, hierhin, um Sachen zu sehen, die ich, wenn ich zu dicht rangehe, nicht sehen würde, oder was? Alter. Das ist... Ja. Mal ein Verschnaufpäuschen, ich setz mich mal. Have you washed your hands? Ja, okay. Ich mach's ja schon. Hallo. Are you human? Sarah Lindwall. Oh. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry.
Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. Oh. I still can't believe I'm the last one. That's crazy. I'm glad you came by. Good to get this over with. Oh. Also ich bin erleichtert, dass es nicht Catherine ist. Aber, och Mensch. Ich hoffe nicht, dass sie der letzte Mensch ist. Ich hoffe ja doch, dass wir auf Phi vielleicht noch... Oder so. Oder dass die Leute hier unten alle verarscht wurden mit dem ganzen Scheiß, was angeblich an der Erdoberfläche passiert ist. Und hier ein Riesen... Das wär's, ey. Und hier ein Riesendrama war, obwohl oben alles beim Alten ist. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Oh. Simon, this fucking sucks. Ew. I don't want to live like this. Ja, ich bin ja auch dafür. So viele denken sich, boah, ich lasse die alle am Leben und ich ziehe die da nicht raus und so weiter, um das gute Ende zu kriegen. Ich glaube fast... Also ich hoffe innerlich ein wenig, dass wir das gute Ende kriegen, weil wir sie eben alle erlöst haben, weil das so kein Leben ist. Das heißt, ich könnte die jetzt... Ja, ich steck sie mir einfach ein. Moment, vorher möchte ich... Ich wette, ihr seid mindestens genauso geil drauf wie ich jetzt zu erfahren, was in Ross' Zimmer abgeht. Auch wenn ich glaube, dass wir Ross dann am Arsch haben. Also nicht mehr im positiven Sinne. Hey, Ross. Oh, oh, bitte, jetzt springt mir was entgegen. Ich... Ich verkrümel mich hier mal, ne, Schätzelein? Der hat doch Dreck am Stecken. Oder irgendwas ganz Trauriges, Familiäres. Oder, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was in dem Spiel abgeht, wem ich wie vertrauen... Kannst du mir das irgendwie übersetzen? Also drehen? Was steht denn da? Kann ich überhaupt nicht lesen. Oh, warum... Warum dreht er das nicht... Hier, ihr wisst schon, Dingens. Na, vaginal. Quatsch. Hier so waagerecht. Warum dreht er das nicht vaginal? Of course. So. Ernst, zurück hier. Ross hatte, wie auch immer, definitiv Anus. Nein, Ahnung. Okay. Er ist nicht hier. Das sind diese Strukturgel... Dingensen. Bottom, top, front. Yep. Ja, nein. Ich möchte hier nichts übersehen. Nichts. Okay. Ich ahne... Das ist eine Sauklaue, die kann man echt null lesen. Er hat
hat irgendwie die WAU komplett... Was ist das, ein Auge oder was soll das sein? 1,45, 12,3. Ja. Ja. Dann fängt es an zu britzeln. Oder ist verkehrt rum. Erst das, dann das oder so. Ja, Knödel bringen uns nicht weiter. What about you? Durchgestrichen. Alpha existiert nicht. Wow, Core. Core, Kern. TS, ja? TS, ne, TVSD. Wir sind jetzt auf Tau. Und da ist der Kern? Oder ist der Kern jetzt Omega Space Gun? Ist der, ja, der Kern sollte jetzt ja rein theoretisch zwischen Tau und Phi sein. Weshalb wir Phi gar nicht mehr zu sehen kriegen? Doch, da ist doch die Space Kanone, oder nicht? Boah, das ist so viel. Ja, komm mal mit. So, nicht die schlafen. Mhm. Okay. Bleibt nur noch das. Bin gespannt. Nice. Very nice. Okay. Hey, den Film habe ich letztens erst geguckt wieder. Toller Film. Müsst ihr mal gucken. Wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und wenn ihr ihn kennt, nochmal gucken. So. Terminierung, Terrarium, wildes Wachstum. Post-Impact, Equilibrium. Okay. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. Uh-oh. So far, it's exceeding expectations. Ja, meine Vermutung war ja irgendwie, er hat da irgendwie, also er will sie jetzt ja nicht aus Spaß zerstören. Ich glaube nicht, dass er uns da anlügt, aber ich denke, er hat vorher zu viel Hoffnung in die WoW gesetzt und wurde dann bitter enttäuscht, weil sie jetzt ja voll abgeht und wir sollen halt nicht sehen, dass er das Ganze womöglich heraufbeschworen hat. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Mhm. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr, ich finde das immer noch sehr fragwürdig, wie durch so einen Kometeneinschlag irgendetwas aus so einer Flüssigkeit böse werden kann, ohne dass da eventuell irgendein Alien-Scheiß mit runtergekommen ist. Ich hab... Ja, ist ja, pff,